Ja. Leck mich doch am Arsch. So, weg. Hallo? Zurück in die Erde, Körperwandler. Oh, leck mich doch am Arsch. Wir hatten den schon zur Hälfte runter. Wie mies das einfach ist. Jagd ihn! Hallo, würdest du mal... Sehr gut. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. So. Dies ist nicht deine Zeit. Ja, ja. Nicht meine Zeit zu sterben, hast du recht. Au! Na komm her! Zurück an die Arbeit, ihr Mann! Geht schon! Ist aber auch ein netter Kerl. Au! Das war ein cooler Move. Das gefällt mir. Trete zurück und lern die Kunst des Mordens. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Ja, ja. Arschloch. Drecksack, 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 Drecksack! Boah. Der dunkle Herrscher wird obsiegen! So, dürfte ich mal hier runter? Danke. Moment, Moment, Moment. So, wo ist das Pflänzchen? Da. Nein, nein, ich verlasse hier gar nichts. Dies ist nicht deine Zeit. Lauf, 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 lauf. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschaum. Das ist das Ende. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Entwaffne dich! Hallo? Oh. Ah, komm her, Kleiner. Komm. Blut und Leid. Dies ist nicht deine Zeit. Shit. Na komm, komm. Ist das alles, was du kannst, Körperwandler? So. Ah. Zurück in die Erde, Körperwandler. Nein. Oh. Ist das alles, was du kannst, Körperwandler?
So. Nein, hau ab. Komm. Da ist ein Pflänzchen irgendwo. Da. Ich sehe schon. Ja, ja, ja. Na, komm. Nimm's doch. Ich muss hier weg. Bevor die mich da irgendwie rausschubsen aus dem Gebiet. Dann fange ich nämlich an zu weinen. Weil wir haben ihn schon wieder bei unter der Hälfte mittlerweile. Shit, keine Elbengeschoss mehr. Das ist ja mies. Wo gibt's denn hier welche? Da. Komm, gib her. Boah, Drecksack. So. Komm, hau ihn. Ja. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. So. Ich bin einfach so eingefangen. Ah, nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Komm, schnell weg. Schnell weg. Hau ab. Oh, ist das mies. Okay, kein Elbengeschoss mehr. Da unten sind noch welche. Komm, schnapp ihn hier und hinrichten. Achtet auf deine Flanken! Schlitz dich auf! So, komm her, du Arsch. Komm her. Boah, Drecksack. Na komm, 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 komm. Shit. Boah. Geht der mir auf den Senkel damit? Au! Komm, los, da hinten. Hallo, würdest du mal die scheiß Kamera drehen? Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? So. Greif von hinten an! Nein, nein, nein. Ihr schickt mich hier jetzt nicht raus. Dann fange ich an zu weinen. Puh. Ganz schön anstrengend gerade. Ganz schön sehr anstrengend. Moment, da war doch irgendwas Explosives. Shit, hat ihn nicht mehr erwischt. Schade. Sehr geil. Waldläufer, Zeit zu sterben. Shit, komm, wir müssen weg. Oh, nervt das. Ja, ja. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Na komm. So. Ja, nö. Ist abgelehnt, meine Lieben. Ist abgelehnt. Ist das alles, was du kannst? So, komm her. Und abstechen.
So. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. So, komm. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Los, Talion, komm. Nein! Wettläufer, Zeit zu sterben! Ja, für dich, mein Lieber, für dich. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Drecksack. Gut so. Puh. Dein Handeln war mehr als vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marwyn, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Na dann. Sehr schön. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Okay, wie kommen wir? Ach so. Na gut. Ich würde gerne da oben das Artefakt holen. Wenn das überhaupt hier oben ist. Die Schanze trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, sie sind inzwischen besser geworden. Die haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die zielen. Das wird wohl so schnell nicht noch einmal passieren. Sie haben jedes einzelne Ziel getroffen, so gut waren sie. Gucken wir mal hier. Ah, da ist es. Sehr schön. Modriger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Okay. Na, wo ist es denn? Da ist es. Okay. Ist das Artelas oder Hedas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren.
Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Aha. Also auch ein Waldläufer. Schön. Momentchen. So. Das sieht besser aus. Ich verstehe. Hm? Brach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Haela wachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Eine Meute geflohener Sklaven auf ihrer Seite. Ha! Früher oder später werden sie sich blicken lassen. Also macht euch auf einen Kampf gefasst. Mhm. So. Wir haben einen neuen Hauptauftrag. Da hinten ist er. Der Bote, mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Dann reisen wir da mal hin und machen das einfach. Weil das klingt echt interessant. Vielleicht kommen wir dann auch endlich mal aus diesem Gebiet hier raus. Das wäre doch mal was. Ich denke, die Richtung ist richtig, aber ich markiere es einfach mal. Jupp. Hui. Wupp. Oh, Pfeifenkraut, nein, wie heißt das? Doch, Pfeifenkraut. Du könntest einen Sklavenkopf in die Luft werfen und er wäre von Bolzen durchbohrt, bevor er überhaupt wieder Richtung Erde segelt. Okay, also dann können wir jederzeit auch zurückgehen, falls wir die Lust verspüren, hier doch noch ein paar Aufträge zu machen oder Artefakte zu sammeln oder sowas. Oh, ist doch gut. Dann könnten wir es ausprobieren. Cool, machen wir. Japp. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Ja. Ja.
Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt.